Herzlich willkommen, liebe Videofreunde, zu unserem Fazit von unserem Urlaub in diesem Jahr. Wir wollen den letzten Tag heute nutzen, das Fazit gleich zu machen, weil wenn wir nach Hause kommen, dann geht doch wieder gleich der Alltag los und wer weiß, ob dann Zeit ist. Und heute haben wir noch einen Tag Pause, bevor es morgen nach Hause geht. Und dann werden wir das heute nutzen. Fangen wir mal mit dem Urlaub als solches an, der dieses Jahr natürlich etwas anders war als andere. Also wir waren noch nie in den 9 Jahren, wo wir Wohnmobilurlaub machen, an einem Platz 8 Tage. Das gab es noch nie. Und das hat sich dieses Jahr so ergeben, weil halt eben dort oben viele Campingplätze ausgebucht waren, ja, und es nicht allzu viele Möglichkeiten gab. Wir hatten das Glück, dass wir dann da auf dem Campingplatz SPO bleiben konnten. Weil uns das ja auf dem Campingplatz Ohlsdorf nicht so gut gefallen hatte, also die Lage von dem Platz und den Stellplatz, den wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, der war halt nicht so sehr schön. Da hat uns das in SPO Camping besser gefallen. Sehr, sehr netter Platz, der war sehr empfehlenswert gewesen oder ist sehr empfehlenswert. Sind nette Menschen dort, ne? Also die dort arbeiten, alles in Ordnung, auch so vom Müllversorgung und so weiter, alles tippitoppi. Und man hat eine schöne Aussicht hinten zum Deichland und ja, auch ruhig. Man hat auch Platz zum Nachbarn. Also das hat uns sehr, sehr gut gefallen. St. Peter-Ording überhaupt hat uns sehr gut gefallen. Ich habe mir das nicht so schön vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es toll, weil der Ort ist ja so in verschiedene Ortsteile aufgebaut und man kann sich halt immer mal was anderes anschauen. Und das fanden wir sehr schön. Und mir persönlich hat Böhl sehr gut gefallen. Da gibt es sehr, sehr schöne Häuschen zu sehen. Und dort kann man mit dem Auto zum Strand. Corona! Heiliger Sack. So, wo warst du jetzt stehen geblieben? Ja, mir persönlich hat Böhl am besten, also was heißt am besten? Nein, besonders gut gefallen, weil dort sind sehr schöne Häuser in dem Ort. Es ist sehr ruhig und man kann dort mit dem Auto zum Strand fahren. Und das hat uns sehr gut gefallen dort. Am Strand mit dem Auto, ne? Das war schön. Ja. Man muss nur aufpassen, weil dieser Strand oder dieser Teil, wo man mit dem Auto stehen kann, zum Teil mit überflutet wird halt. Da muss man halt dann, sagen die dann, man muss dann wegfahren und es war auch so. Also wir mussten auch ein Stück wegfahren, wir mussten ein Stück nach hinten fahren. Das ist halt das Einzige. Aber ansonsten ist das sehr schön. Man kann auch in Ording kann man noch zum Strand fahren. Da hat es uns nicht so gut gefallen wie in Böhl, weil erstens mal alles zerfahren ist dort. Also der Sand war schon ziemlich, wie soll man sagen? Ja, da musst du aufpassen da vor allen Dingen, weil an den Absperrungen ist der Sand sehr weich. Ja. Und da hat sich gleich mal einer festgefahren. Ja. Also das geht da ruckzuck, da musst du aufpassen. Und das hattest du in Böhl nicht. Da war das halt mit dem Wasser, wo du aufpassen musstest. Ja, ja, also mir hat es in Böhl persönlich besser gefallen. Ich glaube dir auch, ne? Ja. Und aber dass man die Möglichkeit hat, natürlich mit dem Auto überhaupt zum Strand zu fahren, dort den ganzen Tag zu verbringen, das fanden wir toll. Kann schön grillen draußen, ne? Und alles supi. Also das war genial gewesen. Ne? Und du bezahlst 8 Euro für den Strand und dann hast du ja noch die Kurtaxe. Mit der Kurkarte, wenn du die hast. Ich weiß nicht, was es kostet. Ohne. 3 Euro kostet, glaube ich, Kurtaxe pro Person. Und das war also, wie gesagt, sehr schön gewesen. Also das war toll. Hat uns sehr, sehr gut gefallen. Aber wir sind dann halt auch so, das machst du 2-3 Tage und dann irgendwann, denen reicht's. Also ich könnte jetzt nicht da 14 Tage sein und jeden Tag mich mit dem Auto an den Strand stellen und das wäre mir dann auch irgendwann langweilig. Die Strände, ein Traum. Ein Traum. So breite Strände habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das war toll. Ich fand's toll. Ja. Mega, irre. Und weil ja auch nicht viel los war dann morgens, ne? Du hast gedacht, du bist in der Wüste. Ja. Also das war total genial gewesen.
richtig cool. Hat uns also gut gefallen. Zum Campingplatz, wo wir waren, was haben wir bezahlt? 222 oder was? Sowas in der Ecke, ja. Für 8 Übernachtungen. Nee, 7. 7. Eine hat man extra bezahlt, genau. Für 7 Übernachtungen inklusive Kurtaxe. Mhm. Also da kannst du nicht meckern. Also inklusive Hund, Strom, alles dabei. Super. Also das ist cool. Ja. Ja. Und also den Platz können wir wirklich gut empfehlen. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, dann waren wir gestern, was mir persönlich auch gut gefallen hat, nee, vorgestern war das gewesen, da sind wir hier nach Kiel zurückgefahren und da waren wir in einem Ort, der heißt Tönning. Mhm. Und das ist auch ein total malerisches Friesenstädtchen. Mhm. Kleines Mini-Städtchen. Also ganz toll mit einer alten Werft, die sie als Gaststätte ausgebaut haben oder als Bistro besser gesagt ausgebaut haben. Und also wunderschöne Häuser dort und auch ein schönes Hotel dort. Und ganz toll. Also wenn ihr, da gibt es übrigens auch einen Stellplatz, der ist dann ja. an der Eider. Genau, kann man direkt aufs Wasser, direkt am Wasser, der Stellplatz. Richtig schön auch. Also wenn ihr in der Nähe dort seid, den Ort, den können wir total empfehlen. Also alleine schon mal sich den anzuschauen, das ist ja. Wirklich, wirklich schön dort. Hat uns auch sehr gut gefallen. Überhaupt das Nordfriesische ist natürlich schön. Ich bin eh so mehr Nordsee-Fan, also oder sagen wir mal einfach das Nordfriesland, das finde ich halt so besonders schön mit den Reetdächern und so, das finde ich toll. Ja, hat uns also alles richtig gut gefallen. Auch in St. Peter-Ording, die verschiedenen Ortsteile, auch das Bad ist nett. Das ist halt mehr touristisch, aber wenn man halt das sich mal ein bisschen, ja auch mal Leute beobachten will oder mal bummeln gehen will, ein bisschen shoppen gehen will oder wie auch immer, dann ist das halt einfach auch mal schön an so einem Tag. Ne? Man kann sich das ja aussuchen. Und das war, da ist auch die große Therme. Also ja. Das war schön gewesen. Also St. Peter-Ording hat uns sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und also da werden wir mit Sicherheit auch nochmal irgendwann wieder hinfahren. Das hat uns wirklich, wirklich gut gefallen. Wir sind gut mit unserem Auto zurechtgekommen. Also was so das Innenleben betrifft, wunderbar. Also ich habe auch mehr Ordnung als im Pico hier drinne. Wir haben uns natürlich ein bisschen neu umsortieren müssen. Wir haben zigmal ausgepackt und wieder eingepackt und anders gepackt und die Kisten wieder umgestellt, und weil wir erst lernen mussten, an welche Sachen müssen wir denn zuerst ran, was brauchen wir am meisten und dass man da am besten rankommt. Und das hat halt auch ein, zwei Mal alles ausräumen und einräumen gefordert. Aber ich glaube, das geht jedem so irgendwie, dass man sich erstmal irgendwie einleben muss. Wir sind ja auch nun das erste Mal mit dem Kastenwagen in Urlaub gefahren. Und dafür hat das wunderbar geklappt. Vom Interieur und allem Pipapo, also auch vom Platz her, super, Dusche genial. Wir haben alles hier drinne gemacht. Wir waren in keiner sanitären Anlage. Wir haben alles hier drinne gemacht. Ich wollte damit sagen, ich habe auch meine Haare hier drinne gewaschen. Wir haben geduscht hier drinne, alles. Also war einwandfrei. Also auch platztechnisch. Man muss sich ein bisschen arrangieren, wenn man aneinander vorbei will, aber das hat man dann auch irgendwann schnell raus. Und wir waren es ja vom Pico auch gewohnt, morgens, wie das geht und wie das funktioniert. Also das hat super gut geklappt. Allerdings ist leider Gottes unsere Liste von den Mängeln länger geworden. Und darüber möchten wir euch mal informieren und bitten euch auch in den Kommentaren vielleicht mal den einen oder anderen, das macht ihr ja schon immer ganz toll, vielleicht nochmal einen Kommentar mitzuteilen, ob das bei euch ebenso ist oder halt eben nicht. Ihr habt das ja gut beobachtet. Ich war ja schon etwas genervt bei der Roomtour wegen der Badtür. Ja, also das hat mir wirklich an dem Tag, ehrlich gesagt, wirklich gestunken, weil die ist zigmal während der Fahrt aufgeflogen. Und du kannst nicht jedes Mal rechts ranfahren sofort und halten und die Tür zumachen. Ja, also es geht einfach nicht und dann fliegt das Ding permanent auf und das ist ja auch nicht gut für die Tür. Ja, also weil einige haben geschrieben, ach, du warst irgendwie gar nicht so euphorisch und sonst bist du immer so gut drauf. Und ja, also das war der Hauptgrund. Und dann war ich aber, also meine persönlichen Reifen waren auch abgefahren. Ich war fertig zu dieser Zeit, echt fertig und durch. Und das spürt man natürlich halt eben auch. Jetzt bin ich wieder erholt, jetzt bin ich wieder fit.
So, Michael kommt jetzt mal zu den zu der Liste. Ist ja nur ein kleiner Zettel. Ich habe hier auch noch ein bisschen was. Und dann werden wir euch mal erzählen, was bei uns jetzt so alles eingetreten ist, was uns nicht so gut gefällt. Vielleicht machen wir auch irgendwelche Fehler. Richtig, wenn einer einen Tipp hat, wo wir irgendwas hier jetzt falsch gemacht haben und sagt, nee, du brauchst da nur einen Knopf drücken und dann geht das, gerne. Ja, sag uns mal Bescheid. Aber durchs Lesen in der Beschreibung bin ich nicht schlauer geworden bei den Problemen, die wir haben. Die haben uns dann nicht wirklich, hat uns nicht wirklich weitergeholfen. Das mit der Badetür, hat Claudia ja schon erwähnt, die kann man einstellen, allerdings nur in der Höhe vorne und hinten. Aber die müsste so eingestellt werden, dass die ganze Tür sich mehr zum Bad hin bewegt, damit der Riegel mit dem, mit der, der Aufnahme fluchtet und das Ding zugeht. Das macht es einfach nicht. Wenn du die Tür zuschiebst, dann ist der Riegel ein Stück versetzt. Das heißt, der haut gegen den Rahmen dagegen. So, und wenn du die jetzt versuchst zuzumachen, weil der so unter Spannung sitzt, schließt der auch nicht richtig. Das Problem haben wir gelöst, indem wir den Riegel eingeölt haben und auch die Aufnahme eingeölt haben. Und jetzt rutscht das Ding besser. Allerdings musst du immer noch die Tür randrücken, dass sie überhaupt schließt. Nur der Riegel geht jetzt klick und geht dann zu und dann bleibt er auch zu. Gott sei Dank. Aber nur bei mir nicht heute. Dauerzustand ist das nicht, so sollte es nicht sein. Also was die uns da erzählt haben, mit von wegen, die Tür wird so gebaut, damit sie unter Spannung sitzt und beim Fahren nicht klappert, also das kann es nicht sein. Das glaube ich im Leben nicht. Und ich kriege sie übrigens immer noch nicht richtig zu. Michael kriegt sie besser zu, also ich habe den Bogen nicht so ganz hundertprozentig aus. Dann haben wir, das Problem hatten wir ja auch schon erwähnt, mit der Fliegengittertür hier, dass sich das Gitter selbst, wenn du die, was weiß ich, 5-6 Mal auf und zu machst, anfängt nach oben zu bewegen. Und dadurch die ganzen, das muss irgendwas mit diesen Fäden, mit dieser Spannung in den Fäden zu tun haben, verschiebt sich der Rahmen von der Tür und irgendwann kannst du sie gar nicht mehr bewegen. Dann hilft nur eins, mit mehr oder weniger Gewalt versuchen, dieses Gitter wieder ein Stück runter zu ziehen, damit du wenigstens die Tür auf und zu kriegst. Kein Zustand, weil hier oben viele Mücken und wenn du mal, der Sinn ist ja, dass du hier auch mal mit offener Tür sitzen kannst, zum Teil nicht möglich. Ja, und wir haben es auch schon, es sind schon ein paar Löcher drin jetzt, dadurch, dass wir immer wieder... Ja, hilft ja nichts. Ich meine, ich war an einem Punkt, da wollte ich das Ding komplett rausreißen. Also das ist nicht... Ja. Der hat jetzt auch schon einige Nerven gekostet. Ja, das ist halt... Ist nicht richtig. So, dann haben wir festgestellt, wenn wir hier vorne zu unseren Sitzen gehen, dass sich das Brett direkt vor der Fahrerkabine durchbiegt. Und zwar nicht unerheblich. Da fehlt irgendwie eine Stütze drunter, eine Unterfütterung, ich weiß es nicht. Also wenn jemand Malibu fährt und sagt, nee, das ist bei dem Auto völlig normal, dass sich das hier alles so durchbiegt, dann will ich das in Gottes Namen mal. Also an dieser großen Schuhkiste, die da dran ist, und da ist dann auch so ein Stück Platz dann bis zum Fahrerhaus, da ist nochmal so ein Streifen, ja. Oder so ein Brett. Fußboden und das biegt sich bei uns total durch. Also ich glaube nicht, dass es normal ist, aber wie gesagt, wenn mir da jemand das Gegenteil beweisen kann, dann ist das okay. Dann haben wir das Problem mit unserem Heißwasserboiler. Das ist ja diese Kombi, der entweder elektrisch oder mit Diesel funktioniert. Und Heizung, alles kein Problem, aber der Boiler, wenn du warmes Wasser machen willst. Nummer eins, wenn wir den in Eco stellen, kommt noch nicht mal lauwarmes Wasser. Es friert halt nicht ein, das Wasser, mehr oder weniger, aber warm wird es nicht. Pupslau. Ja, beim Piccolino war das 40 Grad. Und dann kannst du mit 40 Grad kannst du spülen und alles, das geht schon. Aber das kommt hier gar nicht. Du musst also in High gehen oder in High Hot. Oder Hot. Und wenn du es eilig hast, halt in Boost. Nur dann haben wir das Problem, dass der Boiler anfängt, nach verschmorten Kabel zu stinken. Und richtig. Und ja. Und Michael ist einen Abend weg und ich habe das Ding angemacht und der ist mit dem Hund gassi gegangen. Ich wusste nicht, wo der ist. Ich habe voll die Panik gekriegt. Ey. Das hat derart verbrannt gerochen hier drin. Ja, und es wird auch nicht besser. Also wir haben gedacht, naja, vielleicht, wenn wir das Ding jetzt hier mal ein paar Tage, ist ja permanent mehr oder weniger an, weil heißes Wasser willst du ja immer haben, egal ob es jetzt über Diesel läuft oder über Elektrik.
Und das wird nicht besser. Sobald das Ding anfängt zu heizen, irgendwann, und wenn du dann noch die Türen und Fenster zu hast, wird es irgendwann unerträglich hier drinnen. Kannst auch nicht mehr atmen. Ich glaube auch nicht, dass das normal ist. Nur, wie gesagt, wenn jemand so ein Ding auch hat, bitte mal, ist eine Brummer 6D, 6DE, also Kombi. Und ja, einfach mal Bescheid sagen. Ja. Unsere Hinterachse beim Fahren macht die hinten rechts Geräusche, speziell rückwärts fahren oder bei langsamer Fahrt. Hört sich an wie so ein altes Segelschiff. Ich nehme an, vielleicht muss nur die Blattfeder mal geölt werden oder irgendwas und dass das weg ist. Vielleicht mache ich das auch mal selbst, sprühe die mal ein. Ja, wenn ich jetzt zu Hause bin, sprühe ich die mal ein, gucke mal, vielleicht wird es ja dann besser. Wenn nicht, muss da auch mal nachgeguckt werden. Dann haben wir das Problem, dass mit der Starterbatterie, dass die nicht, meiner Ansicht nach ist die Ladesequenz an dem Auto falsch. Die lädt erst die Aufbaubatterie und dann irgendwann die Starterbatterie und das auch beim Fahren. Selbst nach 4-5 Stunden Autofahren war unsere Batterie immer noch im gelben Bereich. Hätte normal voll grün sein müssen, war sie nicht. Und das Problem ist, dass dieses Mediasender, was hier vorne drin läuft, komplett über die Starterbatterie. Egal, was du ein- oder ausschaltest, das läuft immer über die Starterbatterie. Und irgendwann ist diese Batterie dann halt leer. Und da ist auch kein Vorrangschalter oder ein Abschalter drin, der sagt, bei 12 Volt ist jetzt Feierabend, jetzt spielt da nichts mehr. Und das nächste Problem ist, selbst wenn das Radio aus ist, ist es nicht wirklich aus. Nee. Da läuft immer noch ein Lüfter mit. Und wirklich aus kriegst du es nur, wenn du dieses kleine Bedienpanel, die Stiebstahlsicherung ist das ja an sich, abmachst, dann ist Feierabend. Ja, ansonsten kriegst du es nicht aus. Gestern Abend habe ich hier gesessen, Michael war schon im Bett und ich denke die ganze Zeit, was rauscht denn hier so? Was ist? Ich habe gedacht, die Lüftung ist an. Ne? Ja, das ist, und denkst du, die Lüftung dann habe ich, an, das gibt's doch gar nicht. Und dann habe ich dieses Panel, diesen Stift dort abgemacht und dann war aus. Also das kann ja nicht sein, dass das Aber das ist die einzige rauscht. Möglichkeit, das Ding wirklich stillzulegen, dass du morgens, wenn du aufwachst, sicher sein kannst, dass deine Starterbatterie noch gut ist. Und die ist jetzt brandneu. Also die oder sag mal, ganz ruhig. Nee. Doch, das läuft jetzt auch. Ja, das Ding ist ja auch dran. Ja, es läuft jetzt gerade eben auch. Obwohl es ausgeschaltet ist, läuft dieser Lüfter. Ja. Ist jetzt nicht schlimm, weil wir am Landstrom sind, aber das ist ja auch, wie oft stehst du irgendwo frei. Und, dann, und denkst nicht dran, es kann ja nicht sein, dass du das ganze Radio abbauen musst, also das Bedienpanel. Es damit gibt du da wohl eine Lösung, ich habe da im Forum gelesen, da kann man wohl umklemmen, das Ding, dass das auf die Aufbaubatterie geht und nicht auf die Starterbatterie. Ich muss mich da nochmal schlau machen. Aber trotzdem muss doch das Radio irgendwie ausgehen, richtig? Nee, das geht dann auch nicht richtig aus. Das ist ja nur, wenn du dieses Panel abmachst, dann geht's aus. Also das ist auch ein bisschen merkwürdig. Ja, da kannst du schalten, was du willst. Hier oben Mediasender ein, aus, alles egal. Das Ding geht, wie gesagt, Starterbatterie und dann bis zum bitteren Ende. Ja gut, das hatten wir jetzt hier mit dem Radio, das nicht ausgeht. Dann haben wir das Problem, das Navi. Manchmal geht nicht. Und zwar kannst du, wenn du bist irgendwo hingefahren, alles ist gut, stellst dein Auto ab und jetzt willst du weiterfahren, willst ein neues Ziel eingeben. Jetzt kommst du auf diese Seite, neues Ziel, okay, tippst du drauf, neues Ziel. Jetzt kommt die nächste Seite, wo du die Adresse eingeben sollst und das geht nicht. Dieses Feld mit der Adresse ist dunkel, das heißt, du kannst da 10-mal draufdrücken, da passiert nichts. Du kannst kein neues Ziel eingeben. Und ich weiß nicht, ob es mittlerweile wieder geht. Jetzt die letzten Tage ging es gar nicht. Egal, wie oft wir es an- und ausgemacht haben. Wenn da jemand eine Lösung hat, bitte. In den gerne. Kommentaren. Bitte gerne. Ja, also habe ich kein Problem, mit mich da zu outen, dass ich zu blöde bin, das Ding zu bedienen. Aber wäre gut, das zu wissen. Auch unsere Satellitenantenne, laut Beschreibung und laut auch der Aussage des Verkäufers in Audorf sollte bei laufendem Motor und eingelegtem Gang von selbst einfahren. Macht sie nicht. Sie bleibt draußen. Sie bleibt draußen. Sie ist stur. Sie bleibt, wo sie ist. Wir sind nämlich schon losgefahren mit offener Antenne. Ja, richtig. Ja. Und wurden darauf aufmerksam gemacht. Richtig. Und ich glaube auch, dass das nicht richtig ist. Und viel kannst du da nicht schalten. Du kannst nur Park schalten oder Sat.
Aber wie gesagt, das sollte von alleine gehen, wenn du es wirklich mal vergisst. Ja, das waren die Mängel. Und ich komme jetzt noch zu ein, zwei Verbesserungsvorschlägen. Und zwar, was mich nervt in der Nacht, ist das Licht vom Kühlschrank und auch das von dem Bedienpanel, das Licht. Also da ist zwar eine Milchglas, Plexiglasscheibe davor, was so ein bisschen schon mal natürlich das wegnimmt, aber das bringt nicht allzu viel. Und der Kühlschrank leuchtet richtig schön blau. Und ich liege ja auf der Seite, wo ich direkt auf den Kühlschrank schaue, und mich macht das nervös. Ich kann damit nicht schlafen. Also wir müssen das jeden Abend abhängen, mit dem Tuch irgendwie oder so verdecken, sonst kann ich damit nicht einschlafen. Und auch hier vorne ist es recht bunt. Das Licht grün, orange, was alles hier so leuchtet. Ja. Das finde ich auch nicht so ganz prickelnd, muss ich sagen. Also da könnte man sich was einfallen lassen. Und wenn man die die Betten hochhebt, um in die Garage zu kommen, verschieben sich die Matratzen in alle Richtungen. Das ist halt ein bisschen schade, weil wenn die an der Seite, die man aufklappt, zwei so Vorrichtungen machen würden, wo man die Matratze praktisch reinklemmt, dann würde die nicht hin und her rutschen. Das ist eigentlich ganz einfach gemacht. Das wäre eine ganz einfache Lösung, dass die Matratzen dann halt nicht immer so hin und her rutschen. Und man muss dann wirklich, wenn man also das Bett wieder runterklappt, muss man wirklich immer alles wieder neu richten sozusagen. Ja. Ja. Das sind meine beiden Verbesserungsvorschläge. Weil uns ja auch schon jemand einen Kommentar geschrieben hat wegen den Leselampen, dass man die dimmen könnte, wenn man einen Finger drauf hält. Das geht bei uns nicht. Die sind an oder aus, wenn sie an sind. Sind sie an, ja. Also direkt die über uns sind, also wo wir mit dem Kopfende liegen. An der Seite, das ist ja okay, aber die direkt über uns, über uns sind, das ist halt ein bisschen arg hell, ne? Aber ansonsten, also was immer noch mega cool ist, ist die Ambientebeleuchtung, hier abends zu sitzen und Fernsehen zu schauen, wunderbar. Es ist einfach, wenn man immer wieder mal in andere Wohnmobile schaut, dieses helle, weiße Licht, das hat mich immer gestört. Das fand ich ungemütlich. Ich fand das kalt. Also, und jetzt dieses schöne, warme Licht, das ist schon wirklich eine tolle Sache. Und die Ambientebeleuchtung abends an und dann die Holzoptik. Und dann sitzt man schon wie so im Wohnzimmer hier und guckt Fernsehen. Also das ist schon schön. Ich finde das also herrlich. Das ist immer wieder, worüber ich mich jeden Abend freue. Und das ist einfach gemütlich und toll ist. Also, und die Dusche. Mega cool. Und die Küche auch richtig cool. Ich kann also viel besser hier kochen als im Piccolino und einwandfrei. Damit bin ich wirklich super zufrieden und das hat sich gelohnt. Und auch die Tür, wenn die offen ist. Wir haben jetzt wirklich fast immer drinnen gefrühstückt. Wir wollten eigentlich noch mal probieren. Den Tisch, den kann man ja draußen einhängen. Dazu sind wir gar nicht gekommen. Das müssen wir noch mal irgendwann probieren. Das ist wunderbar, wenn man hier sitzt und die Tür offen ist. Es ist nicht ganz so kalt und windig draußen, wie es dann früh morgens doch relativ jetzt schon war. Ja. Und kann hier drin sitzen und sitzt trotzdem im Freien. Nach wie vor richtig mega cool. Und die Mängel sind halt leider Gottes ein bisschen schade. Aber müssen wir mal gucken, wird sich auch eine Lösung finden. Das Auto muss halt einfach nochmal nach Pirna und wird da auch eine Woche bleiben müssen. Und dann hoffentlich kriegen wir das dann irgendwann mal alles gesund wieder. Ja, gesund naja, also, gemacht. So bleiben ganz einige gemacht. Sachen nicht, egal wie es ist. Also, ja, das war's von unserem Urlaub. Also von unserem Fazit mit dem Malibu, der erste Urlaub. Und ja, jetzt haben wir heute noch den Tag, den wir noch ein bisschen nutzen wollen. Und wir sagen jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Es gibt jetzt das nächste Video, irgendwann wird eine Taufe werden. Endlich kommt dann der Name Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ans Auto. Das ist halt auch schief gelaufen, weil die halt uns vergessen haben, haben sich tausendmal dafür entschuldigt, ist nicht rechtzeitig angekommen. Die Schrift fürs Auto. Naja, haben wir noch was im Nachgang dann zum Zeigen. Ja. Na? Also, bleibt schön gesund, passt auf euch auf, jetzt in der Zeit. Na? Ja. Und wir auch. Bis bald, bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao.